Und schon wieder der beschissene Anzeigetreiber. Wenn das nochmal aufhängen sollte, dann war es das für heute. Dann habe ich keine Lust mehr. Vermutlich müsst ihr einfach nur neu starten und dann wird es wieder funktionieren. Werde dann also ein anderes Mal einfach weiterspielen. Aber für heute dann auf jeden Fall genug genervt. Es stürzt alle paar Meter irgendwie ab. Es ist mega lästig, ich hasse es. Keine Ahnung, was es soll. Habe ich wirklich noch nie gehabt, also ganz am Anfang war es einmal eben, wo ich im Vollbildmodus gespielt habe, da ist es ja ein paar Mal abgestürzt. Da habe ich nachher eben diesen Tipp im Internet gelesen, man soll es im Fenstermodus spielen. Seitdem habe ich es dann, glaube ich, nur mehr ein einziges Mal gehabt. Aber mittlerweile, oder heute zumindest, da in dem Akt ist es nonstop. Und es ist extrem lästig. So, aber nochmal, um darauf zurückzukommen. Also, ich werde dann auf jeden Fall da nochmal eben noch eigentlich noch andere Charaktere vorstellen, damit, falls irgendwer das Spiel nachspielt, haben auch irgendwelche Leute geschrieben, dass sie sich das Spiel jetzt geholt haben oder das Spiel wieder angefangen haben zu spielen, damit man ein bisschen sieht, wie andere Meisterschaften vielleicht ausschauen und dann kann man ja vielleicht leichter ein Urteil fällen, welchen Charakter man nun beginnen will und welchen nicht. So, ich werde jetzt da auf die nähere Erkundung mir schenken. Ihr habt da irgendwie schon alles erkundet. Also geht jetzt irgendwie einfach wieder diesen Hauptweg da entlang. So, surroundet me und stirbt. Okay, ein bisschen ausweichen. Der Haltung ist gerade auf Cooldown. So, und Standarte. Nein, 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 nein. Ich bin betäubt. Phantomschlag. Wieder ein Helm. Na, Stab war das. Ein Stab des Herrin und nicht des Helm. Oh Gott, wie die Gegner da ausflippen. Also man merkt schon, das wird da ab da schon teilweise schon ein bisschen fordern, da schon langsam. Die Gegner benutzen da permanent irgendwelche Fähigkeiten. Man muss also auch aufpassen. Nicht einfach nur stupides draufklopfen. So, da nochmal anpirschen. Pam. Pa-pam. So, das schaut doch soweit einmal ganz richtig aus. Also, da gibt es einmal da oben auf jeden Fall einen Wiederbelebungsbrunnen, irgendeine Höhle. Wir queren wieder eine Brücke. Okay. Und wir sind mittlerweile übrigens schon in der Oberstadt der verlorenen Seelen. Also nicht mehr in der normalen Stadt, sondern schon in der Oberstadt, was es immer ist. Und Level Up, geil, ich hab's gar nicht einmal mitgekriegt da jetzt. Also erfahrungsmäßig scheinen die Gegner mal nicht schlecht zu geben. So, dann Geschick. Habe ich nicht 202 geschickt gehabt? Hä, hey, Moment. Moment, Spiel, möchtest du mich verarschen? Habe ich die komische Belohnung für den Nebenquest nicht erhalten? Ich vermute jetzt einfach einmal. Ich habe doch irgendwie 202 geschickt gehabt nach der Belohnung da mit dem Monster aus dem Stücks. Und ich habe jetzt auf jeden Fall nicht mehr 202 Geschicklichkeit. Das heißt, diese verfickte Belohnung ist doch wohl verloren gegangen nach dem Absturz des Spiels. Einfach nur. Aber wir kriegen den Kreuzschnitt. Eine Technik des doppelten Einsatzes, bei der bis zu zwei Feinde mit einer schwerwiegenden. Was? Mit einer scherenartigen Bewegung getroffen werden können. Okay, also auch mit einer zusätzlichen 6%igen Benutzungswahrscheinlichkeit, damit man in einem 90-Grad-Kegel vor uns zwei Feinde gleichzeitig niederschlitzen. Sehr schön. Jetzt wäre meine Überlegung gewesen, also da jetzt auf Tumult wäre, glaube ich, nicht mehr gehen, wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ausgehen. Das wird uns nur 16 bis 2, das sind nur mal 16 Punkte, 16 durch 3 sind grob 5, 6 Level-Ups. Wären also grob 6 Level-Ups, damit wir überhaupt Tumult nur erforschen könnten. Level 44 wäre das erreicht man, glaube ich, definitiv nicht mehr in diesem Let's Play. Von daher wäre mit dem restlichen Level-Ups jetzt einfach da nur diese zwei Schwerttechniken da einfach nur aufforschen und auffrischen.
So, okay. Das regt mir jetzt gerade wirklich ein bisschen auf, dass ich anscheinend diese Belohnung da von diesem komischen Stücksmonster nicht gekriegt habe. Also die Erfahrung ist anscheinend gespeichert geblieben, aber die Attribute meiner Meinung nach nicht da. Kann sein, dass mir das täuscht. Wenn ja, bitte berichtigt es mir und schreibt es mal. Na, du hast da irgendeinen Schrein aktiv gehabt oder irgendeinen anderen Gegenstand angehabt, der was dir das gebracht hat. Dann bitte schreiben, aber wenn ihr nichts übersehen habt, dann bitte da wirklich, finde ich das ein bisschen sehr, sehr unfair. So, dann sind wir anscheinend schon wieder in der Stadt der verlorenen Seelen. Also wir begeben uns von der Stadt in die Oberstadt und wieder in die Stadt. Auch alles sehr, sehr merkwürdig. Ach, ich mag jetzt die Gegner da irgendwie gerade gar nicht besiegen. Ich laufe da jetzt ein bisschen durch. So, dann da unten zeigt es mir wieder eine Höhle an. Ich glaube, müssen wir da jetzt auch nicht genauer forschen. Also das sind einfach wieder so Zombies und Rattenmenschen und drum und dran. Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht, da die wieder besiegen da. Gehen wir mal lieber weiter wieder zu einer nächsten Stadt. Level haben wir genug. Ich habe ein paar Mal fleißig levelt schon in diesem Let's Play. Gerade wieder Level up gehabt. Die Gegner sind eigentlich auch ganz in Ordnung. Also wir gehen jetzt komplett unter. Wir dominieren sie sogar eher weg, wie es zum Beispiel da gerade wieder der Fall war. Von daher kann ich mir das, glaube ich, leisten, da ein paar Mal einfach nur durchzurennen. Was sein kann, mir fällt da gerade was ein. Es gäbe noch einen riesen Nebenquest in diesem... in diesem Zusatzakt eben, der dann irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, also der hat wirklich megamäßig Erfahrung gebraucht. Ich glaube 300.000 Erfahrung und 2 Fertigkeitspunkte oder irgendwie sowas. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, wo man den aktiviert. Vielleicht eben in irgendeinem von diesen, in irgendeinen Nebengängen von diesen Höhlen. Wenn ja, dann hätte ich das übersehen. Auch da, falls sich da irgendwer auskennt, dann bitte einfach schreiben, dann geht einfach nochmal zurück und hol das. Aber vielleicht wäre es einfach nur so aktivieren. Und habe da momentan nichts übersehen. Ja, wollte ich den Satz so beenden? Ja, ich glaube schon. So, da wieder überall lästige Untote. Gesundheitsränke gehen und sehr schön langsam mal aus. Nehmen wir mal so immer wieder mit. Und ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwie verirrt. Da ist einmal ein Gitter, da können wir nicht durch. Da sind überall Gitter. Das ist eine Sackgasse, wo ich da gerade bin. Jupp. Wir sind in einer Sackgasse. Oder na, Moment, da unten geht es noch weiter. Nö, da poppen aber auch noch Untote aus dem Boden. Na gut. Für die Gesundheitsangriff. Böse gelohnt hat sich schon. Sind wir, glaube ich, positiv ausgestiegen. So, dann hat es oben noch einen mittleren Weg gegeben. Da gehen wir mal auf jeden Fall den. Moment, habe ich das komische Schwert noch? Jawohl, das habe ich auf jeden Fall noch. Mir ist da gerade wieder ein bisschen dunkel und es wird schon wieder abartig raus im Zimmer. Heute in der Früh hat es irgendwie nach schlechtem Wetter ausgeschaut, muss ich sagen. Wäre mal angenehm gewesen, wieder mal ein bisschen ein Gewitterritter, Tag. Und es ruckelt wieder megamäßig, das heißt, der Anzeigetreiber wird sich wohl bald wieder aufhängen. Alter, was ist denn da jetzt los? Spiel. Lustig. Oh. Es pendelt sich wieder ein. Wir sind bei der Tür zur Schatzkammer. Die können wir aber nicht öffnen. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Das geht nicht. Okay, es scheint irgendwie da ein besonderes Gebiet zu sein, das ruckelt, oder? Weil da bei der Tür ruckelt es nicht. Die Tür ist doch verschlossen. Keine Ahnung. Ich rede da mal da mit diesem NPC. Wenn in Underclick in dieser mistigen, ruckeligen Kacke. Hades besitzt alle Reichtümer der Erde.
und Bergarbeiter nehmen sie ihm Stück für Stück weg. Damals, als ich noch lebte, schwor ich, dass ich Hades Schatz suchen würde, sobald ich in die Unterwelt käme. Ich wollte alles auf einmal nehmen. Ich sammle jetzt schon seit 1000 Jahren Informationen über den Schatz. Und ich weiß so einiges. Glückseligkeit, ja, das war dieser Nebenquest, den ich angesprochen gehabt habe. Das gerade so abbaut, ich gucke halt, weil kurz die Aufnahme unterbrechen, denn ich weiß nicht, ob der Ton mittlerweile vielleicht sogar schon wieder asynchron ist. Und vielleicht beruhigt sich es dann wieder, wenn ich aus dieser Höhle heraus bin. Bis gleich. Und da bin ich wieder und es hat sich beruhigt. Ja, das war jetzt diese Nebenaufgabe, die ich angesprochen gehabt habe. Hades Schatzkammer, also wir haben sie doch gefunden. Also noch einmal, laut Aristonimus bewahrt der Gott Hades seine Schätze mitten in der Stadt der verlorenen Seelen auf. Obwohl er schon seit Jahrhunderten danach sucht, hat Aristonimus nur wenige Fortschritte bei der Öffnung von Hades Schatzkammer gemacht. Suche einen Weg in die Schatzkammer. Okay, bringt, haben wir ein bisschen getäuscht. Bringt nur 100.000, oder unter Anführungszeichen nur 100.000 Erfahrung, also nicht 300.000 Erfahrung. Und auch anscheinend nicht diese Fertigkeitspunkte, was ich da mir eingebildet gehabt habe. Aber wir öffnen dadurch eben einen Weg in eine Schatzkammer. Und ja, in dieser Schatzkammer gibt es dann logischerweise Schätze. Ja, das sind halt eben, vermute mal, ich bin mir nicht mehr sicher, vermutlich einfach irgendwelche megamäßigen Gegenstände. Also eine hohe Chance auf blaue und grüne Gegenstände vermutlich. Ich weiß nicht, ob das positiv in Erinnerung ist, dass es relativ viel bringt. Von daher werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir diese Nebenaufgabe da auch lösen. Und einen Weg in diese Schatzkammer finden. Momentan haben wir noch keine Ahnung. Ich habe es leider nicht ganz zeigen können, weil es so abartig geruckelt hat und ich da jetzt mit der Maus oder mit dem Zoom-Radius herumspielen wollte. Aber von dieser Schatzkammer waren so 4 Säulen. Also irgendwelche Säulen, wo man irgendwas rauflegen kann oder irgendwas reinstecken kann. Er hat reinstecken gesagt. Na, eben, da kann man irgendwas reintun und ja, schauen wir mal, ob wir da irgendwelche Gegenstände vielleicht finden, die irgendwie so danach ausschauen, als könnte man sie in irgendwelche Säulen reinstecken. Und wir sind in der nächsten Stadt, mittlerweile der Oberstadt der verlorenen Seelen. Zuerst die Gerüchte. Charon wird vermisst, die Richter urteilen nicht. Dann, diese Dämonen sind auch nicht die alten Dämonen. Diese Wächter und Karawanen mit bewaffneten und unfreundlichen Dämonen, die nach... ja, wohin fahren sie? Schatten sind vom Turm zurückgekehrt und sagen, dass über sie nicht geurteilt wurde. Das ist noch nie vorgekommen. Und dann, noch seltsamer, kamen eines Tages keine neuen Schatten mehr. Hat man sowas schon gehört? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich vermute mal, das ist eine Anspielung, wenn man als